Hallo ihr Lieben, da meine Nägel endlich mal eine ansehnliche Länge erreicht haben, dachte ich mal, dass ich ein Nail-Tutorial für euch mache und ich zeige euch, wie ihr diese beiden Designs ganz einfach nachmachen könnt. Viel Spaß beim Video! Zuerst einmal nehme ich einfach zwei Filzstifte, das hier sind jetzt zufällig welche, die ich da hatte, und damit zeichne ich ganz einfach auf meinen Nagellack, den ich vorher schon aufgetragen habe, Muster drauf, so wie es mir gefällt. Das hier ist jetzt einfach ein weißer Stift. Ich glaube, der ist normalerweise da, um irgendwie Glas anzumalen. Aber ihr könnt eigentlich jeden Filzstift nehmen, den ihr zu Hause findet. Hier habe ich das dann trocknen lassen und dann nochmal mit einem blauen Filzstift die Details nachgemalt, um das Ganze an meine Kleidung anzupassen. Ich hatte nämlich an dem Tag ein Jeanshemd an und ich dachte mir, das passt ganz gut. Hier muss man aufpassen, dass man nicht zu doll drückt, um nicht den Nagellack, den man schon drauf hat, wieder platt zu quetschen sozusagen, aber eigentlich geht das ganz gut und ist eben eine günstige Alternative, wenn man gar nicht so viele Farben zu Hause hat und solche Filzstiftspitzen sind viel feiner, damit kann man also viel besser malen, finde ich jetzt, als würde man Nagellack mit so einem Zahnstocher immer wieder aufnehmen. So, nachdem das dann gut getrocknet ist, kommt einfach eine Schicht Klarlack drüber und dann lässt man das Ganze wieder trocknen und es hält super, super gut. Ich tupfe das immer so ein bisschen vorsichtig drauf. So, für die zweite Variante brauchen wir Tesafilm und davon gar nicht so wenig. Ich klebe dann einfach auf meine Nägel das Tesafilm auf und schön in die Rillen auch quetschen, damit das auf jeden Fall dicht hält. Und dann klebe ich so auf, dass es aussieht wie ein Dreieck. Also hinten ist die Spitze, ich hoffe, man kann das so erkennen. Und dann möchte ich vorne nochmal meine Nagelhaut schützen, dass da nicht allzu viel Nagellack später hinkommt. Und dann klebe ich noch so ein bisschen Tesafilm unter den Nagel vorne, dass da nicht so viel hingeschmiert wird. Jetzt habe ich mit dem weißen Stift einfach mal wieder was gemalt, so fleckig. Aber jetzt kommt es nämlich, ich tauche einen Strohhalm in meinen blauen Nagellack hier ein. Ein bisschen abtupfen. Und dann puste ich einfach das Ganze auf meinen Nagel. Das bedarf ein bisschen Übung. Manchmal kommt zu viel raus, manchmal kommt zu wenig raus. Dann müsste ich es einfach nochmal eintippen und dann wieder pusten. Und das mache ich dann mit allen Nägeln so. Wenn das getrocknet ist und der Tesafilm abgezogen, dann kommt ganz normal wieder eine Schicht Klarlack drauf. Ihr könnt noch die überschüssigen Reste und Fehler mit Nagellackentferner einfach entfernen, mit so einem Q-Tip hier. Ja, und das war es auch schon. Hier seht ihr nochmal Design Nummer 1. Das finde ich, sieht so ein bisschen aztekenmäßig aus. Und das zweite Design ein bisschen futuristischer. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich habe euch ein paar Inspirationen geben können. Entschuldigung für die schlechten Lichtverhältnisse. Irgendwie habe ich es nicht besser hingekriegt. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und passend zum Thema würde ich sagen, dass ich euch hier hinten in der Endcard jetzt noch meine letzten beiden DIY-Videos verlinke. Da könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und Carina und ich würden uns auch sehr über ein Abo freuen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.